meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein Quatschvideo für euch. Und zwar möchte ich heute mal mit euch über das Thema die Pille danach sprechen. Die Pille danach gibt es ja seit einiger Zeit rezeptfrei in der Apotheke. Das heißt, man kann sich die logischerweise ohne Rezept und ohne Arztbesuch einfach bei der Apotheke kaufen. Ich weiß zwar nicht zu welchem Preis, weil ich die jetzt nicht gebraucht habe, aber wollte jetzt in dem Video einfach mal mit euch drüber quatschen, wie ihr das so findet und euch auch mal erzählen, wie meine Meinung dazu ist. Viel Spaß! Also ich selber musste auch schon zweimal die Pille danach mir holen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Weiß ich jetzt nicht mehr, 23 oder 24. Und einmal ein bisschen später. Ist halt passiert und ich musste mir die Pille danach holen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, also beim einen Mal weiß ich, ist das Kondom kaputt gegangen, beim anderen Mal weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich mir die geholt, um einfach sicher zu gehen, dass da nichts passieren kann, dass ich nicht schwanger werde. Und ich weiß noch, der Ablauf war halt so, also ich kann mich jetzt an das letzte Mal erinnern, das war sogar mitten in der Nacht, da musste ich, weil die Frauenarztpraxis halt geschlossen hatte, musste ich ins Krankenhaus, musste mitten in der Nacht 2 Stunden auf dem Arzt dort warten, bis er ankam, ich untersuchen konnte, eine Schwangerschaft ausschließen konnte, also er kann ja nicht sagen, du bist jetzt 5 oder 10 Tage schwanger, der Arzt sieht es ja erst, wenn ich keine Ahnung, nach der 3. oder 4. Woche, ich weiß jetzt nicht wann genau, aber die sehen das ja erst später, dass man schwanger ist. Auf jeden Fall mussten die sowas ausschließen. Und dann habe ich halt gegen 5 Euro Gebühr die Pille danach bekommen. Ja, so war das. Und mittlerweile ist es ja so, dass man die halt rezeptfrei in der Apotheke kriegt. Ich finde, es hat 2 Seiten. Die eine Seite, die eine gute Seite ist, dass man sich das alles spart. Also man spart sich den Arztbesuch, man spart sich oder dieses Krankenhausbesuch, den ich zum Beispiel hatte. Und man schämt sich ja auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, man muss ja erzählen, was da passiert ist. Und ja, es ist schon ein bisschen Schamgefühl dabei und man spart sich das alles. Man geht dann in die Apotheke, keine Ahnung, guckt auf den Boden und sagt, ja, ich möchte die Pille danach, ne? Ja, das ist so die eine gute Seite, sag ich jetzt mal. Aber ich finde die schlechte Seite, also ich finde es schon ein bisschen schlecht, dass es so ist, weil zum Beispiel, wie soll ich das erklären, wie soll ich anfangen? Sagen wir mal so. Ich finde viele eher Jugendliche werden jetzt auch es auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach scheißegal, ich verhüte jetzt nicht, ich will halt besseren Sex haben, weil naja, mit Kondome spielt man ja auch nicht so viel, ne? Ich will jetzt irgendwie besseren Sex haben und ich verhüte nicht und meine Güte, dann hole ich mir eben die Pille danach, shit happens, ne? Nehmen das halt auf die leichte Schulter. Und damit steigt auch das AIDS-Risiko, weil dann wird mit irgendeinem gepimpelt, den man gar nicht kennt, aber halt man will halt nicht mit Gummi. Und
ja, man holt sich die Pille danach und was weiß ich und keine Ahnung. Und ich finde einfach, das AIDS-Risiko steigt und man sollte das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, dass es jetzt die Pille danach einfach so gibt. Oder zum Beispiel Jugendliche schicken, also unter 18-Jährige, glaube ich, kriegen das ja nicht. Dann schicken die jemand anders in die Apotheke, die älter sind, und die holen das dann für die Minderjährige. Ja, finde ich auch nicht so toll. Also, ich finde es halt, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen negativ. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ. Weiß ich nicht. Also, ich würde es lieber finden, wenn man trotzdem noch zum Arzt geht und man lässt sich untersuchen. Weil ich glaube, so eine Pille danach, wenn man schon ein paar Wochen schwanger ist, kann es auch Schaden anrichten am Baby. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht erzähle ich jetzt auch irgendwas, aber ich glaube, dass es so ist. Deswegen fand ich es halt besser, wenn man zum Arzt geht, sich untersuchen lässt, man eine Schwangerschaft im weiteren Stadium ausschließen kann und ja, man generell abcheckt, dass alles in Ordnung ist und man dann vom Arzt diese Tablette oder diese Pille bekommt. Denn man weiß ja auch nicht, vielleicht ist man irgendwie allergisch dagegen oder irgendwie. Ich meine, wenn man mit dem Arzt spricht, ist es doch viel besser, oder? Ja, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Also, ich finde es schade, dass es die jetzt rezeptfrei gibt. Ich meine, wie gesagt, es ist halt viel leichter und man muss sich dann nicht schämen. Man geht hin, holt sich die, aber andererseits finde ich das zu risikohaft. Also, wie gesagt, AIDS-Risiko und generell Risiko. Ja, mich würde interessieren, wie ihr dazu steht zu diesem Thema. Findet ihr das gut oder findet ihr das negativ? Hattet ihr schon Erfahrungen mit der Pille danach? Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und über ein Feedback würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.